Stefan Bomatsch hat eine Zeit vorgegeben von 31 Sekunden. Diese Zeit wurde bereits unterbunden von einem unserer letzten Speedköpfe. Liebe Gäste, werden wir ebenfalls 10 Preise auslosen für die schnellsten und dann die restlichen werden dann ebenfalls noch ausgelost. Das Ganze dann in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Ist der Verkauf dieser ein so tolles T-Shirt möchte hier von der Kletterwand Neuss oder so ein Jetzt schauen wir uns mal technisch zusammen mit unserem Bergsportlehrer, dem Igor, die Darbietung an von Stefan Glowacz. Stefan ist jetzt in einer unserer schwersten Routen. Ich habe sie auch nach einem seiner schwersten Routen benannt, die er erst begangen ist. Nennt sich des Kaisers neue Kleider. Und er bewegt sich jetzt an den roten Griffen hinauf. Ist jetzt kurz vor dem Dach, was dort an der Stelle ca. 3 Meter in der waagerechten überhängt. Und wenn er jetzt so ein bisschen ruhiger dasteht und dann einfach guckt, ist es einfach nur die Sache, die Route auszuchecken, zu gucken, wie können sich jetzt in den nächsten Metern die Kletterzüge entwickeln. Er hängt jetzt die Sicherung ein, hat jetzt wieder Rastposition, man nennt das so eine Art Froschposition. Und jetzt ganz wichtig, halt im Überhängen eine unheimliche Körperspannung aufzubauen. Und das wird jetzt die Schlüsselstelle sein, diesen Griff zu halten und in den nächsten roten Griff, der ca. 1 Meter weiter oben ist, zu fassen. Wunderbar, er schafft diesen schweren Zug, was eigentlich so den schwersten Zug in der Route darstellt. Das sieht jetzt sehr, sehr leicht aus, aber er ist einfach ein Profi und Hut ab. Und Beifall mal. Ja, mal Applaus hier vor unserem Publikum. Das war wirklich astrein hier, wie er da hochklettert. Also man kann sich das vergleichbar vorstellen, diesen Zug, den er dort gemacht hat. Ist so, als ob man mit einem Finger an seinem Türrahmen zu Hause einen Klimmzug macht, aber das an einem Arm. Und das ist halt, kommt nicht von ungefähr, das ist jahrelange hartes Training. Sehr, sehr spezielles Training auf die Armkraft bezogen, auch auf die Fingerkraft, also die ganzen oberen Extremitäten der Arme, Schultern, Rückenbereich. Das geht nicht von heute auf morgen. Und Stefan sagte ja, er fing mit 13 Jahren zu klettern. Und das war vor 10 Jahren, oder? Ungefähr. Ja, auch hier ist ein Schlüsselzug. Die Griffabstände sind sehr, sehr weit. Dieses Dach, was jetzt da drin ist, von ca. 1 Meter Ausladung, das drängt natürlich einen unheimlich ab. Und er sucht jetzt nach Varianten über die Struktur da zu klettern. Und diesen Zug, den er gemacht hat, ist ein dynamisches Klettern, das heißt nicht statisch und ruhig, sondern an einen Griff, der bis dato unbekannt ist, einfach ranzuspringen und den zu halten. Es ist beeindruckend, wenn man das sieht hier, die ganze Spannung am Körper von der Zehenspitze
bis ganz oben zum Haarwurzel hier bewegt sich wirklich alles. Ja, und man nennt auch diesen Begehungsstil, den er gemacht hat und jetzt gleich zum Abschluss bringt mit dem letzten Griff. Und dafür großen Applaus in der Route. Nennt man eine On-Zeit-Begehung, das heißt einfach, er ist die Route noch nie geklettert, hat sie sich ausschließlich von unten angeschaut, hat auch noch nicht gesehen, wie dort irgendjemand drin geklettert ist und hat das mit einem Zug quasi bewältigt. Das ist natürlich die hohe Kunst des Kletterns, so die Routen zu besteigen. Er fordert natürlich viel Training, liebe Gäste hier. Und sowas schafft man auch nicht schon am ersten Tag hier. Also regelmäßig üben, üben, üben. Das ist das A und O. Igor, vielleicht noch kurz etwas zu dieser Boulderwand. Genau, alles gut. Aber man kann wirklich dann extremste Züge versuchen, variieren, experimentieren. Und das ist halt Training, Training, Tour. Und das ist ja mal heute kostenlos. Stefan, unermüdlich. Unermüdlich, ja, du willst es noch mal wissen hier. Was ist so faszinierend hier an der Wand? Na, ich muss die ersten Zwischensignungen rausholen, weil die nicht zu der Wand gehören. Das ist ein Freund von mir. Und man kann sich da so schwer von oben in den Überhang reinziehen. Und das mache ich halt im unteren Teil nochmal oder kletter so weit wie möglich nochmal hoch. Aber es ist eine gute Tour. Also, das ist schon. Wenn man sagt, okay, das ist, man kann sich hier langsam so steigern, dann ist das hier schon so das richtige Aushängeschild. Also hier kann man sich dann schon mal aufarbeiten. Also hier klettern die absoluten Profis. Ja, es gibt schon noch Steigerungsmöglichkeiten, klar, aber diese Tour zeigt dann auch, welches Potenzial die Wand hat. Also man kann dann schon gut in sehr hohen Schwierigkeitsgraden einsteigen. Gut, vielen Dank. Ich lasse dich wieder. Er hat so viel Spaß heute bei uns. Er nutzt natürlich auch die Zeit und die Gelegenheit hier, all die Routen zu testen. Es sind ja über 150 Routen hier gesetzt. Wo dann die verschiedenen Routen damit markiert sind. Unser Speed gegen, das heißt, wir werden in gut 15 bis 20 Minuten dann hier die Siegerehrung vornehmen vom Speedklettern. Und wir legen aber gleichzeitig jetzt auch los mit dem nächsten Wettbewerb hier von der Alpinschule in Wilsmoos. In den nächsten zwei Stunden geht es auch da um Urlaub, und zwar Urlaub in Wilsmoos. Wer mitmachen will, es ist relativ einfach. Es gibt eine einfachere Route und eine mittlere Route. Beide Routen müssen durchklettert werden. Wer das geschafft hat, kommt in den Pool und aus diesem Pool werden dann die Preise verlost. Anmelden kann man sich gleich hier drüben am Informationsstand hier vom Salzburger Land.